stehen. Bevor wir beginnen, wie immer die Auflagen zur heutigen Versammlung, es herrscht striktes Alkoholverbot, sowie Verbot zum Mitführen von splitternden Gegenständen, wie zum Beispiel Flaschen, natürlich Verbot von Waffen, Hunde sind nicht gestattet, mit der Ausnahme von blinden Hunden, die Fahnenstangen bitte auch auf dem Platz auf maximal 2 Meter, Freunde. Ja, ist nicht unsere Idee. Und die 2 Meter, die gehen von dem Boden, nicht wenn ihr die Fahne in die Höhe haltet. Freunde, es ist wieder schön. Was? Ja. Es ist schön, wieder so viele Patrioten auf dem Neumarkt zu sehen. Es war kurz etwas hektisch geworden vor der Veranstaltung, da laut unseren Informationen auf direkte Weisung aus dem Innenministerium die Versammlungsbehörde Dresden die Versammlung auf dem Neumarkt verhindern wollte. Wir sind natürlich vor das Verwaltungsgericht gezogen und haben dank vernünftiger Argumente gewonnen. Natürlich hat jeder Einzelne von euch Anteil daran, weil wir über 22 Monate bewiesen haben, dass Pegida vernünftig und friedlich agiert und wir nicht wie die arbeitsscheuen Schreikinder billigbier saufend und krölend durch Dresden pöbeln. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an die uns vertretenden Juristen. Bevor ich zu unserem ersten Gastredner komme, ist so ein Fachmann, habe ich noch was in eigener Sache. In Sachen Pegida. Die Linke, also die Linkspartei in Person des Mitglieds des Landtages Scholbach, versuchen ja nicht alles, was sie machen, ist Unfug. Versuchen ja schon länger mit einer kleinen Anfrage Licht ins Dunkel um das Treffen des sächsischen Innenministers Ulbich am 26.01.2015 mit Teilen des damaligen Pegida-Oberteams zu bringen, welches ja dann zur Spaltung führte. Nun versucht die AfD einen ähnlichen Weg. Wir sind sehr gespannt, welche Antworten sie bekommen. Die AfD in Person des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Carsten Hütter hat eine kleine Anfrage an die sächsische Staatsregierung gestellt. Die enthaltenen Fragen an die Landesregierung sind folgende. Erstens, warum und aus welchem Fonds bezahlte die Staatsregierung Geld an das sogenannte OGA-Team von Pegida in Dresden? Zweitens, wie viel Geld wurde wann gezahlt? Drittens, an welche einzelnen Mitglieder des OGA-Teams wurde von der Regierung oder ihren nachgeordneten Behörden Geld gezahlt? Viertens, hatte die Zahlung das Ziel, die Auflösung des OGA-Teams im Januar 2015 zu forcieren? Fünftens, wenn nein, welchen anderen Zweck hatte die Zahlung oder Zahlungen? Soweit wie ich das verstanden habe, gibt es eine Frist zur Beantwortung dieser Fragen bis zum 6.8. Wir sind sehr gespannt. Die AfD ist natürlich jetzt ein Jahr später als die Linken. Die Linken haben die Antwort bekommen, dass das alles der Geheimhaltung unterliegt und die Beantwortung dieser Fragen die Rechte möglicher Dritter berühren würde. Vielleicht kriegt die AfD eine andere Antwort. Wir sind gespannt. Wir freuen uns drauf. Dann wissen wir nämlich endlich, warum wir verraten wurden. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir werden euch auf den Laufenden halten. Und jetzt würde ich gerne an unseren ersten Gastredner übergeben, Lutz Bachmann. Danke, Sigi. Also ich bin auch sehr gespannt drauf, weil bei uns sind ja mit dieser Spaltung damals vom Oberteam auch Freundschaften zerbrochen. Und ich möchte gern wissen, wie viel die Freundschaft zu mir wert war, den Personen, die dort damals Geld angenommen haben. Wir haben es nie angenommen, wir sind nach wie vor da, wir halten unseren Kopf hier hin, fertig, aus und so bleibt das auch. Ja, Freunde, ansonsten tut sich ja momentan in unserem Land so einiges und in mir wächst die Sorge, wo das noch hinführen soll. Nicht nur die gestrige Demonstration von zehntausenden Anhängern eines türkischen Massenmörders und Diktators in Köln ist besorgniserregend,
besonders da dort angeblich für Erdogan Frieden und Meinungsfreiheit demonstriert wurde, welche ja gerade eben durch diesen türkischen Irren gerade massiv eingeschränkt wird, Massenverhaftung von Journalisten dort und so weiter und so fort. Teilweise bin ich zwar der Meinung, das wäre vielleicht in Deutschland mal notwendig, den einen oder anderen Journalisten. Aber es ist Ihre Meinung, Sie dürfen sie kundtun, aber Sie dürfen sie uns nicht aufzwingen. Das ist der Punkt. Aber mehr zum Thema Türkei und dem Irren da wird der Sigi dann noch berichten in seiner Rede nach dem Spaziergang. Für mich gibt es nur eine Lösung, wenn es den zigtausenden Demonstranten so gut gefällt, die gestern da in Köln demonstriert haben für Erdogan und alles drum und dran, dann sollen sie das doch verdammt nochmal in der Türkei machen. Bei Ihnen. Dort haben Sie Meinungsfreiheit. Angeblich ihre Meinungsfreiheit vertreten durch ihren großen Führer Erdogan, also sollen sie ihn bitte vor Ort anhimmeln, aber nicht in Köln. Das sind aber bei weitem nicht die einzigen Probleme im Land. Freunde, der Terror, ihr habt es alle mitbekommen, ist angekommen in Deutschland. Terroranschläge wie in Würzburg, Reutlingen und Ansbach sind die Vorboten von weiteren Ereignissen, die die Islamisierung Europas definitiv mit sich bringt. Nizza, Paris, Brüssel sind Ereignisse, die zeigen, wohin die Reise geht, wenn nicht umgehend die Grenzen geschlossen werden und ein Prozess der Remigration eingeleitet wird. Unsere Kanzlerin der Schande, Frau Merkel, hat durch ihre Politik der unkontrollierten, illegalen Masseneinwanderung bereits jede Menge Blut an ihren Händen. Und diese Frau und deren Mittäter in Berlin und Brüssel müssen schnellstmöglich gestoppt werden. Der Irrsinn muss beendet werden und die innere Sicherheit wiederhergestellt. Erde muss weg! 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 Wie der Islam handelt und sich ausbreitet, ist hinlänglich bekannt und es ist an der Zeit, dieser frauenfeindlichen, faschistoiden, schwulenfeindlichen, kriegerisch-barbarischen Ideologie den Kampf anzusagen und sie ein für alle Mal in die Schranken zu weisen. Auch die vergewaltigenden Horden von Nordafrikanern, speziell aus den sicheren Maghreb-Staaten, müssen endlich begreifen, dass sie in Deutschland nicht tun und lassen können, was sie wollen. Wir haben in den letzten drei Tagen, nur drei Tage, 78 Vorfälle in ganz Deutschland gezählt, bei denen sogenannte Flüchtlinge an Grabschereien, Vergewaltigungen und sexuellen Belästigungen beteiligt waren. Diese 78 Fälle sind nur die Fälle, welche einfach nicht mehr zu verheimlichen waren und sogar von den jeweiligen Lokalzeitungen veröffentlicht werden mussten. Die Dunkelziffer dieser Übergriffe, triebgesteuerter sogenannter Rape-Fugees, dürfte um ein Vielfaches höher sein, auch weil sich die Opfer unverständlicherweise oft schämen, Anzeige zu erstatten, weil sie die Schuld sich selber geben. Und ein Wort an alle Opfer: Ihr seid nicht schuld, die Vergewaltiger sind schuld, nicht ihr. Ja, und ein Übriges, für die Führungsebene der Polizei und der Innenministerien, um derartige Vorfälle zu vertuschen, zu verheimlichen oder zu beschädigen. Ich möchte gar nicht erst wissen, was vielleicht sogar in den Asylantenheimen so abgeht. Da dringt nämlich ganz wenig nach außen und dort sind auch Frauen und Kinder, die leiden müssen unter ihren Mitflüchtlingen. Meist haben dabei die Täter islamischen Hintergrund und eine Frau zählt dort nichts bzw. ist nichts wert. Dieses tief verwurzelt und egal wie man versucht, diese Menschen zu integrieren, sie werden niemals ihre Kultur verraten und sich nicht ändern. Da hilft auch keine Broschüre,
kein Armband wie in Dänemark und keine Armlänge Abstand wie Frau Reger in Köln empfiehlt. Klare Worte zu diesem Thema finden interessanterweise nach fast 2 Jahren Pegida auch immer mehr Kirchenvertreter. So spricht der ungarische Erzbischof von Westbrem es deutlich aus, indem er sagt, sie kommen, um Europa zu besetzen. Wenn Europa Teil des Dar al-Islam werden sollte, dann können wir die Freiheit und die Gleichheit vergessen. Er geht sogar noch weiter. Von Westbrem führt Folgendes aus. In der Scharia können wir lesen, dass die ganze Welt dem Dar al-Islam zu unterwerfen ist. Das steht so geschrieben. Die Muslime haben das auswendig zu lernen. Sie haben nicht darüber zu diskutieren oder nachzudenken. Schon gar nicht dürfen sie diesen Auftrag in Frage stellen. Sie haben einfach zu tun, was geschrieben steht. Aber nicht nur dieser Erzbischof aus Ungarn warnt, auch der amerikanische Kardinal Burke findet eine noch deutlichere Sprache. Er sagt, wer den Islam wirklich kennt, versteht, warum die Kirche ihn fürchten sollte und muss. Es besteht kein Zweifel, dass der Islam die Welt beherrschen will. Sobald die Muslime zur Mehrheit werden, egal in welchem Land dieser Erde, haben sie die religiöse Pflicht, dieses Land zu beherrschen. Und er geht noch weiter. Es ist wichtig, sagt Kardinal Burke, dass die Christen sich der radikalen Unterschiede zwischen dem Islam und dem Christentum bewusst werden, was das Gottesbild und das Gewissen betrifft. Um diesen radikalen Unterschied zu veranschaulichen, habe ich ein gutes Beispiel. Ihr alle kennt die grausamen Bilder aus TV, aus Presse, aus dem Internet, wo von IS-Hinrichtungen mitten auf dem Dorfplatz irgendwo auf islamischem Gebiet. Da sieht man stets ein paar wenige sogenannte radikale Moslems, welche Menschen enthaupten, misshandeln oder was auch immer mit ihnen tun. Und diese wenigen sogenannten radikalen Moslems sind aber umringt von teilweise hunderten sogenannten gemäßigten Moslems, welche zuschauen und, genau, nichts tun. Nichts tun, um es zu verhindern. Diese Masse der sogenannten gemäßigten Muslimen hätte die Möglichkeit, in diesen Momenten zu beweisen, was hier fälschlicherweise immer wieder gebetsjudenartig verbreitet wird, dass der Islam nicht die sogenannte Religion des Friedens sei. Da muss ich lachen. Ich sage, genauso ist es wahrscheinlich Unsinn, zwischen radikalen und gemäßigten Muslimen zu unterscheiden, denn wie Kardinal Burke auch warnt, wenn sie in der Mehrzahl sind, haben sie laut ihres Korans die heilige Pflicht, die Scharia einzuführen und die restlichen Kufar, das sind die Ungläubigen, das seid ihr, das sind wir, zu töten oder zum Islam zu bekehren. Und ich sage euch, sie werden es tun, egal ob radikaler oder sogenannter gemäßigter Muslim. Sie alle werden es tun. Das liegt an der Ideologie des politischen Islam, welches sehr nah, und man muss diesen Vergleich immer wieder herziehen, an der Nazis im Dritten Reich angesiedelt ist. Deshalb war Hitler und ist Hitler nach Zeit seines Lebens Anhänger des Islam gewesen und hat ihn bewundert. Der Islam hat mit der Invasion angeblicher Flüchtlinge eine ganze Armee in Stellung gebracht und quer über Europa verteilt. Zum Großteil unter dem Jubel von Gutmenschen, von Islamverstehern und von Teddybärenwerfern an den Bahnhöfen wurden sie empfangen, in Luxusheimen untergebracht und reichlich mit Geld und Geschenken überhäuft. Diese ganzen Teddybärenwerfer und Toleranzverfechter wissen gar nicht, auf was sie sich einlassen und mit wem sie sich einlassen. Unsere westlichen Werte und die Freiheit sind dadurch immer mehr in Gefahr und es ist an uns, die Menschen, über diese Gefahren aufzuklären, ihnen die Augen zu öffnen und unsere Werte und Errungenschaften zu verteidigen. Was, frage ich euch, würde unter Scharia-Recht
zum Beispiel mit der sexuellen Selbstbestimmung passieren. Sie wurde abgeschafft. Deshalb fordere ich alle Schwulenverbände etc. etc. auf, gemeinsam mit uns an unserer Seite gegen diesen Islam zu kämpfen. Was, frage ich euch, würde passieren mit den freien Rechten, für die Frauen gestorben sind, auf die Straße gegangen sind, verhaftet wurden etc. etc. unter Scharia-Recht? Was würde damit passieren? Richtig, sie würden wieder abgeschafft und die Frau degradiert. Deshalb fordere ich alle Frauenrechtlerinnen auf, kämpft mit Pegida Seite an Seite für den Erhalt eurer erkämpften Rechte und gegen die Scharia. Es ist eure Pflicht als Frauen. Und ich frage weiter, was würde mit Kirchen, mit Synagogen oder mit buddhistischen Tempeln passieren, wenn der Islam in Europa immer stärker wird und an die Mehrheit kommt? Richtig. Es würden eben diese Kirchen und Synagogen brennen, welche heute noch das Licht für Pegida und andere Bürgerbewegungen ausschalten, weil ihre fettgefressenen, realitätsblinden Kirchenfürsten und Rabbis sich und ihren Glauben verkauft haben für Posten und ein paar Silberringe. Schon heute ist es in vielen Stadtteilen von Paris, Brüssel, Berlin, Düsseldorf, Marseille und vielen anderen Städten Europas kaum noch möglich, für Juden mit Stolz ihre Kippa auf dem Kopf zu tragen, ohne von muslimischen Migranten bespuckt, beschimpft oder geschlagen zu werden. Auch Menschen auf dem Weg zu den Kirchen am Sonntag werden bereits auf den Kirchenstufen angepöbelt durch muslimische Gangs. Es wird immer schlimmer und es ist an der Zeit, gemeinsam dagegen etwas zu unternehmen. Wir müssen jetzt Gesicht zeigen und den Mund aufmachen und nicht erst, wenn es zu spät ist, wie in den 30er Jahren. Freunde, lasst uns gemeinsam für eine Zukunft in Frieden, für unsere Kultur und Werte eintreten und jedem, der dies nicht respektiert, ein Ticket in ein islamisches Land kaufen. Remigration anstatt Integration, das ist die einzig vernünftige Möglichkeit der Stunde. Jetzt war ich verrutscht, Entschuldigung. Zusammen sind wir stark. Pegida ist gekommen, um zu bleiben. Und trotz aller Angriffe auf uns, trotz aller Unkenrufe etc. sind wir geblieben. Und jetzt ist es Zeit für den zweiten Teil unserer Lösung. Und ihr kennt sie alle. Wir bleiben, um zu siegen. Und wir werden siegen. Danke, Dresden. Und noch eine Bitte an euch alle. Klärt eure Freunde, Kollegen, Verwandten, Bekannten und so weiter auf. Fallt nicht wieder auf die beginnenden Wahlkampfsprüche der Politiker herein. Egal wo man hinschaut, ob ein Söder, ein Seehofer, ein Spahn, ja sogar Göring Eckert, das grüne Kraut in Person, sogar die lehnen sich heraus und greifen jetzt rotzfrech aus unserem Programm, welches wir seit fast 2 Jahren vertreten, die einzelnen Punkte raus und machen sie zu den ihren. Fallt darauf nicht rein. Lasst sie damit nicht durchkommen und wählt diese Verräter und Feiglinge nicht mehr. Es stehen Landtagswahlen vor der Tür und es gibt momentan nur eine Alternative in den Bundesländern, in denen Wahl ist. Pegida wird bei den anstehenden Landtagswahlen in Mecklenburg und Berlin zum Beispiel die AfD unterstützen, weil wir dort keine eigenen Kandidaten mit der FDP aufstellen. Es gibt also nur diese Alternative bei den anstehenden Landtagswahlen. Und dort entscheidet sich die Zukunft unseres Landes. Und auch wenn der Sächsische Landesverband versucht, immer wieder gegen uns querzuschießen, wir werden zum Rest der Patrioten, die in ganz Deutschland unter dem Namen AfD, unter dem Namen Pegida sonst was, wir werden alle zusammenstehen, egal was die sächsische Führung hier unternimmt. Punkt.
Und damit bin ich für meinen Teil am Ende und darf unseren ersten Gast begrüßen des heutigen Abends. Wo ist er? Da kommt sie hoch. Darf ich deinen Namen sagen? Oder es, am besten, sie stellt sich selber vor. Freunde, noch mal einen riesigen Applaus, bitte. Hallo Patrioten. Ich bin die Petra. An die Unterlippe. Das Kopftuch im Islam drückt aus, ich stehe 100% zur islamischen Religion. Deshalb ist es eine Provokation, in Deutschland das Kopftuch zu tragen. Es steht für ein Frauenbild, was bei uns abgelehnt wird. Die deutschen Männer sind keine Sexmonster, vor denen man sich mit Verhüllung schützen muss. Es ist eine Beleidigung. In der deutschen Kultur wurde das Kopftuch von Gott geschaffen, um sich daran zu erfreuen. Wird das Kopftuch trotzdem getragen? Wird damit ausgedrückt, ich distanziere mich von der Kultur, in der ich jedoch leben möchte. Es ist ein unauflösbarer Gegensatz, der zwangsläufig zur Spaltung und Eskalation führen muss. Die bereits vorhandene Gleichberechtigung von Mann und Frau in der DDR hat in der BRD einen Rückschritt erlitten. In der DDR gab es zum Beispiel keine arbeitslosen, alleinerziehenden Frauen. Jetzt müssen die Frauen sich im Jobcenter demütigen lassen, wenn sie für ihre Kinder kämpfen. Dieser Rückschritt wird zwangsläufig zugegeben. Anstatt es als Vorbild zu sehen, was wieder angestrebt werden muss. Die Älteren im Osten haben es erlebt und müssen dafür kämpfen, dass die Gleichberechtigung endlich durchgesetzt wird. Und auch alle anderen Deutschen, anstatt die Stellung der Frau im Islam zu tolerieren. Was bedeutet die Diskriminierung der Alleinerziehenden? Es ist menschenverachtend den Frauen gegenüber, die einen großen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Dazu kommt, diese Nichtachtung überträgt sich zwangsläufig auf die Kinder und sie werden kein für ihr Leben notwendiges Selbstwertgefühl entwickeln können, was einer Gesellschaft für die Zukunft schadet. Zum Beispiel, unsere Jugendlichen stören Frieden, die unfähig sind, Probleme zu konfrontieren, analytisch zu durchdenken. Achtung, es besteht ein Zusammenhang zwischen unnatürlicher Verhüllung und sexueller Gewalt, die damit gefördert wird. Köln und Islam gehören zusammen. Der Islam selbst produziert seine Sexmonster mit seiner krankhaften Einstellung zur Sexualität. Diese Tatsache ist bereits wissenschaftlich erforscht seit einem halben Jahrhundert unter Akzeptierungsniveau. Wenn der Mensch dazu gebracht wird, etwas zu bekämpfen, ohne es zu verstehen, verlangt er letztendlich heftig nach dem, was er bekämpft hat. Also die unnatürliche Unterdrückung von Sexualität ruft letztendlich eine Sucht danach hervor. Damit steigt auch die Chance, Männer zu überzeugen, ihr Leben freiwillig zu beenden, wenn dann 72 Jungfrauen warten. Das verschärfte Sexualstrafrecht löst das Problem in keinster Weise und wird von Richtern als weitgehend unwirksam beurteilt. Der Bundestag hat sich dafür mit stehendem Beifall selbst
gefeiert. Sich langsam mal bewusst werden, dass es nur eine Möglichkeit gibt, und das ist auf der Straße mit uns. Dass ich mal Alice Schwarzer irgendwie gut finden werde, hätte ich im Leben nicht gedacht, aber die hat das sehr gut auf den Punkt gebracht vor wenigen Wochen. Freunde, wir gehen jetzt eine Runde spazieren, nach dem Spaziergang Michael Stutzenberger noch live hier aus München. Genau. Er ist schon da, es gibt niemanden, den man da einladen kann, der besser zu den schrecklichen Anschlägen der islamistischen Szene Stellung nehmen kann als der Michael. Dann aber natürlich noch ein Sigi. Also wir sehen uns in wenigen Minuten wieder hier auf dem Neumarkt. Lasst uns spazieren gehen. Bis gleich. Immer.
sind das Volk. Wir sind das Pack. Merkst du was? Aber heute früh war es kalt. Doch so auf Facebook? Ja. Da gibt es ja so viele. 7 Stück. Dankeschön. Zu schön. Du musst anschauen, Pegida. Ich freue mich noch so einfach. Muss man jetzt ein bisschen. Ich muss jetzt einfach. Das stimmt, der andere ist ja nicht da. Thank you.
Also erstmal einen herzlichen Dank an die Einsatzkräfte der Polizei, die wohl mehrfach Störer weggeräumt haben. Und dort auch zum Teil Gründe aus dem Sackbüsschen gespielt haben. Eine andere Sprache versteht die offensichtlich aber nicht. Und damit sind wir bei unserem nächsten Gast des heutigen Abends. Sagt mit mir herzlich willkommen, Michael Sturzenberger. Hallo Dresden! Guten Abend Sachsen! Und gute Nacht Westdeutschland! Denn der Islamterror ist dort jetzt angekommen. Vor allen Dingen in Bayern, in meiner Heimat. Wollt ihr, dass er auch zu euch nach Dresden kommt? Richtig, Freunde. Und all jene verantwortlichen Politiker, die idiotischerweise gesagt haben, der Islam gehört zu Deutschland. Die haben es jetzt auch zu verantworten, dass jetzt auch der Islamterror zu unserem früher einmal schönen Land gehört. An alle erster Spitze Merkel. Sie hat zu verantworten. An ihren Händen klebt Blut. Merkel muss weg! 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 Freunde, der türkischstämmige Schriftsteller Safer Senocak hat es bereits vor 9 Jahren gesagt, dass Islam und Terror untrennbar zusammengehören. Er hat gesagt, der Terror kommt aus dem Herzen des Islams, er kommt direkt aus dem Koran. Und recht hat er. Der gleichnamige Artikel wurde am 29. Dezember 2007 in der Welt veröffentlicht. Online abrufbar. Bereits da wurde gewarnt. Aber die verantwortlichen Politiker haben die Augen zugemacht und Millionen Moslems unter dem Deckmantel der humanitären Hilfe nach Deutschland geschleust. Unverantwortlich! Freunde, und das, was der Safer Senocak richtig gesagt hat, habe ich in ähnlicher Form bei Pegida Grazlak, ihr wisst es ja, dann habe ich den Ex-Moslem Nassim Ben Iman zitiert, der gesagt hat, jeder Moslem, der den Koran als das Wort Allahs oder als Befehl Allahs akzeptiert, ist ein potenzieller Terrorist. Und deswegen wurde ich in Österreich verurteilt zu 1000 Euro Geldstrafe und 4 Monate Haft auf Bewährung. Stellt euch das mal vor. Die Österreicher haben den Islam als Religion anerkannt. Die werden schon sehen, was sie davon haben. Freunde, und bei uns in Deutschland wurde der erste schwerwiegende Fehler 1961 gemacht, als man das Abkommen mit der Türkei gemacht hat, das Anwerbeabkommen für die Gastarbeiter. Da kamen die Moslems ins Land. Und da waren die Schleusen für die islamische Masseneinwanderung geöffnet. Und das hat sich jetzt gezeigt gestern in Köln. 35.000 Türken haben in Köln demonstriert für ihren Präsidenten Erdogan. Abschieben! 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 In einem Meer von blutroten türkischen Fahnen und mit Allahu Akbar rufen. Und all die für Erdogan demonstriert haben, sind fundamentalistische Moslems und Feinde der Demokratie. Auch wenn sie vorgeben, für die Demokratie hier zu demonstrieren. Das ist alles Lüge. Freunde, wenn Erdogan ihr Präsident ist und alleine Gott und die Scharia ihr Gesetz, dann sollen sie dahin gehen, wo sie hergekommen sind, in die Türkei.
Jutz hat es vorhin angesprochen, er macht jetzt eine Massensäuberung, er führt den islamischen Faschismus in der Türkei ein, dieser Erdogan, und er ist ein erklärter Demokratiefeind. Erdogan hat 1998 bei einer Rede in der ostanatolischen Stadt Sirt gesagt, und viele von euch kennen dieses Zitat: Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufspringen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen. Die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Merkt ihr was, Leute? Eine kriegerische Ideologie, die sich mitten in Deutschland jetzt ausbreitet. Und dafür wurde Erdogan im April 98 nach Artikel 312 des damaligen türkischen Strafgesetzbuches wegen Aufstachelung zur Feindschaft aufgrund von Klasse, Rasse, Religion, Sekte oder regionalen Unterschieden zu 10 Monaten Gefängnis und lebenslangem Politikverbot verurteilt. Richtig so! Damals war die Türkei noch säkular, geprägt von Kemal Pascha Atatürk, der ein Feind des Islams war, der den Islam zurückgedrängt hat. Kopftuchverbot an Schulen und Universitäten, das war gut so. Aber er ist lange tot, Atatürk, und jetzt ist Erdogan da und er hat das Rad der Geschichte zurückgedreht. Und er islamisiert die Türkei mit Volldampf. Und all die Millionen Türken in Deutschland sind seine fünfte Kolonne. 60% von denen haben letztes Jahr die AKP gewählt. Das ist die fünfte Kolonne Ankaras und des Islams. Das wollen wir in Deutschland nicht. Freunde, der Erdogan ist brandgefährlich. Beide Parteien, in denen er in den 90er Jahren war, wurden verboten wegen Sympathien zum Dschihad und zur Einführung der Scharia. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ihm wurde vorgeworfen, er wolle die Herrschaft des Islam in der Türkei durchsetzen. Und das macht er gerade. Nach seiner Gefängnisstrafe hat er Kreide gefressen, hat so getan, als wenn er für die Demokratie steht. Und jetzt islamisiert er die Türkei mit Volldampf. Und mit den Säuberungen wird alles gleichgeschaltet. Wie es der Lutz gesagt hat, wie Hitler damals, exakt das Gleiche. Und Freunde, die haben Sympathien für Hitler und den Nationalsozialismus. Die finden es klasse, dass die Nazis damals auch die Juden verfolgt haben und getötet haben. Das ist, mein Kampf ist Bestseller in der islamischen Welt. Und für mich war es heute ein Novum, dass ich heute mal die Linken hier auf Sichtweite gesehen habe. Hier in Dresden habe ich noch nie gesehen, dass die in Sichtweite stehen. Diese linksverstrahlten Decken, die nichts kapiert haben. Die haben ein Schild, ein Transparent gehabt. Also, Freunde, völlig irre. Arsch hoch, 1933 stand da drauf, auf dem Transparent. Völlig beschugge. Die sehen hier Nazis. Also ich sehe hier keinen einzigen. Ich sehe hier Demokraten und Verteidiger unseres freien Deutschlands, Verteidiger des Grundgesetzes. Freunde, diese Vollidioten haben so viel Nazi-Schere im Kopf, da passt keine einzige Gehirnzelle zum klaren Denken mehr hinein. Jeder Geschichtsinteressierte weiß es, dass die Nazis damals mit dem Islam paktiert haben. Brüder im Geiste, zwei Seiten einer Medaille, Islam und Nationalsozialismus, Faschisten, Gewalt und Tötungslegitimierend, die Forderung nach der alleinigen Macht und Führerprinzip, alles identisch. Deswegen, Freunde, Islam ist Faschismus und wenn die so weitermachen hier und sich nicht modernisieren, gehören sie nicht nach Deutschland und auch nicht nach Europa. Freunde, und ausgerechnet in meiner Heimat Franken fand jetzt der erste islamische Selbstmordanschlag in Deutschland statt. In dem kleinen, beschaulichen Städtchen Ansbach. Da wollten Leute auf ein Musikfestival gehen. Ja?
Und dann kam so ein Typ, ein sogenannter Flüchtling aus Syrien. Ja? Sein Name ist Togam. Mohammed hieß der Drecksack. Ja? Und genauso wie sein Prophet Mohammed, der auch Kriege führte, Gefangene köpfen ließ, selber tötete und seine Kritiker umbringen ließ. Das ist der Begründer des Islams, das ist das Vorbild aller Moslems. Viele heißen so und viele führen sich auch genauso auf wie er. Und damit muss Schluss sein! Heute 15 Deutsche wurden in Ansbach verletzt, 4 davon schwer. Sie wollten sich nur dieses Musikfestival anhören. Und Musik ist im Islam ja haram, ne, verboten. Und deswegen, bums, hat er sich in die Luft gesprengt. Und dieser 24. Juli 2016, dieses Datum wird sich in die deutsche Geschichte einbrennen. Der Tag des ersten islamischen Selbstmordanschlages. Nicht in Kabul, nicht in Islamabad, nicht in Bagdad. Nein, in Ansbach, Bayern, Deutschland. Dresdner, wollt ihr auch hier in eurer schönen Stadt in eine Musikveranstaltung gehen und dabei Angst haben müssen, dass sich ein Moslem mitten unter euch mit einer Bombe in die Luft sprengt? Nein! 6 Tage vorher, Freunde, Würzburg. Das ist 60 Kilometer von meiner Heimatstadt Bad Kissingen entfernt. Ein 17-jähriger Flüchtling aus Afghanistan schlägt in einem Zug wahllos mit einer Axt auf andere ein. 4 Menschen schwer verletzt, einer ist noch in Lebensgefahr. Und der Täter nannte sich Soldat des Kalifates. Mittlerweile ist auch klar, dass dieser Axtmann log, ja, dieser Riaz Khan Ahmad Chai, kommt laut Sprachexperten aus Pakistan und dürfte auch älter als 17 Jahre alt sein. Ja, logisch, diese Asylbetrüger schmeißen ihre Pässe weg, behaupten, dass sie aus Afghanistan kommen, weil sie da eher anerkannt werden, ja, als Asylanten, und dann behaupten sie noch, dass sie minderjährig sind, weil sie wissen, dass Minderjährige bei uns gepampert werden von vorn bis hinten. Betrüger sind das. Genau richtig, Freunde. Schluss mit dem Asylbetrug. Jeder einzelne von denen gehört überprüft. Jeder einzelne mit einem Sprachexperten. Und dann, wenn man weiß, sie betrogen, dann zurückschicken in die Länder, wo sie hergekommen sind. Ohne Diskussion. Also ich war erschüttert, dass in Würzburg, in dieser fränkischen Stadt, da war meine Heimat, es sein kann, dass ein Moslem mit einer Axt einfach auf andere einschlägt. Dresdner, wollt ihr am Hauptbahnhof in einen Zug einsteigen und Angst haben müssen, dass ein fanatischer Moslem mit der Axt auf euch losläuft und euch die Schädel spaltet? Nein. Richtig, Freunde, das wollen wir nicht. Und deswegen muss jetzt endlich der Islam auf den Prüfstand. Er muss kritisiert werden. Es muss erkannt werden, dass es eine faschistische Ideologie ist. Verfassungsfeindlich, die gefährlichste Ideologie, die jemals entstanden ist, und sie muss entschärft werden. Und dann haben wir eine Chance, dass das Ganze gut ausgeht. Ansonsten landen wir in der Apokalypse. Dazu muss man kein Prophet sein. Millionen Moslems und alle scharf gemacht vom Islamischen Staat und alle mit Befehlen aus dem Koran ferngezündet. Es sind tickende Zeitbomben, die mitten unter uns sind. Und die müssen entschärft werden, Freunde. Dann am vorletzten Sonntag Reutlingen, das war am gleichen Tag wie Ansbach, wieder ein Flüchtling, wieder ein Syrer und wieder ein Mohammed. Mit einem Dönermesser schlachtete er eine 45-jährige Polin regelrecht ab. Auch wieder ins Gesicht, Kopf, tot. Und dann rannte er mit dem Dönermesser
noch durch Reutlingen, wie eine wild gewordene Bestie und stach noch auf 5 andere Menschen ein. Und was haben wir in den Medien gehört? Es sei eine Beziehungstat gewesen. Ja, eine Beziehungstat. Leute, die lügen uns an wie gedruckt. Freunde, meine Ex-Frau ist Polin. Sie ist mittlerweile eine meiner besten Freundinnen. Ich habe einen guten Kontakt zu ihr. Durch sie weiß ich, was in polnischen Medien wahrheitsgemäß berichtet wird. Dieser Syrer, 21 Jahre alt, der war scharf auf diese Polin, die mehr als doppelt so alt war wie sie. Er hat sie bedrängt, belästigt, er wollte was von ihr, sie wollte nichts von ihm, dann ist er zornig geworden, seine islamische Männerehre war verletzt, dann ist er durchgedreht. Das ist die wahre Geschichte aus Reutlingen, Freunde. Und seit wann rennt nach einer Beziehungstat der Typ wie ein Bescheuert er durch die Gegend und sticht wahllos auf andere Menschen ein. Es war ein wild gewordener Moslem, der gleich dann auch die Koranbefehle tötet, die Ungläubigen, wo immer sie findet, auch noch mit erfüllt hat. Ein Wahnsinn mit 5 Buchstaben. ISLAM. Und dann 2 Tage zuvor meine Wahlheimat München. Also ich bin zu dem Zeitpunkt, als der Terror losging, bin ich auf der Autobahn nach München zurückgefahren. Und dann haben sie ja die Meldungen überschlagen. Es war dann die Rede von 3 Attentätern, die also nach dem Vorbild von Paris und Brüssel zuschlagen an 3 verschiedenen Standorten, Olympia-Einkaufszentrum, dann hieß es Stachus, dann hieß es Marienplatz. Freunde, das ist 2 Kilometer von meiner Wohnung entfernt. Ich habe allen Ernstes mich gefragt, kann ich jetzt in meine Heimat, in meine Stadt, in meine Wohnung fahren. So weit hat es diese Islambedrohung, diese Islamterrorbedrohung schon gemacht. Ich meine, letzten Endes hat sich dann als etwas anders herausgestellt. Aber ihr seht mal, wie die Nerven blank liegen. Auch die Polizei, die haben ja sofort 1000 Beamte aus ganz Bayern, aus Baden-Württemberg herangezogen. Das Sondereinsatzkommando GSG 9 aus Österreich, die Cobra, die Nerven lagen total blank. Es war Panik in München. Im Hofbräuhaus haben sie die Scheiben eingeschlagen, weil da eine Meldung rumging, es ist einer im Hofbräuhaus, sind aus den Fensterscheiben, sind sie dann rausgesprungen auf die Straße, gibt es Videos davon. Freunde, die nackte Panik. Der Islam hat uns im Würgegriff, Freunde. So schaut's aus. Und das muss endgültig gestoppt werden, dieser Wahnsinn. Und dazu ist es notwendig, dass die verantwortlichen Politiker keine Betroffenheit Plattitüden von sich geben, wie wir es jedes Mal hören, sondern hier, wie es auf diesem Schild steht, Schluss mit Solidaritätsbullshit. Schmeißt die Halsabschneider, Terroristen und das Islamistenpakt endlich raus aus Deutschland! Wir sind so tolle Schilder, hier auch. In der ersten Reihe, die Religion des Friedens, Doppelpunkt. Hände abhacken, Köpfe abschneiden, foltern, steinigen, auspeitschen, unterwerfen, Andersdenkende töten. Richtig, das ist das Programm des Islam seit 1400 Jahren. Bilanz des Dschihad, 270 Millionen Tote. Auch damit muss Schluss sein. Jeder weitere Tote ist ein Toter zu viel. Freunde, und ihr habt ja mitbekommen, was in München los war. Es ging gar nichts mehr. U-Bahnen, S-Bahnen, Trambahnen, alles gestoppt. Der Hauptbahnhof gestoppt. Kein Zug fuhr mehr nach München rein. München war total isoliert. Unglaublich. Freunde, wollt ihr das auch einmal in Dresden erleben müssen? Man rechnete bis hinauf in die hohen Ministerien, rechnete man damit, dass es ein koordinierter Islamterroranschlag war. Und dann war man schon fast erleichtert, dass es nur ein Täter war und dass es kein Islambezug hatte. Dachte man zuerst. Aber der Täter heißt Ali David Songoli, ein Iraner. Und man weiß mittlerweile einiges von ihm.
Er wurde in der Schule gemobbt, und zwar ganz übel, von Türken und Arabern. Weil Iraner, also Perser, und Araber und Türken, die mögen sich überhaupt nicht. Die sind sich wirklich in Feindschaft tief verbunden, weil die Iraner sind Schiiten und die Türken und Araber sind Sunniten. Und die Sunniten, das sind die Aggressiven. Das sind 95% aller Moslems. Und die sagen zu den Schiiten, ihr seid Ungläubige. Und damit fallen sie auch unter diese ganzen Tötungsbefehle. Und diese Türken und Araber, die haben dem armen Iraner auf seine Sportklamotten uriniert, ja, beim Sportunterricht und haben ihn gehänselt, weil er hat sich so ein bisschen linkisch verhalten, hat auch einen Gehfehler, die haben ihn aufs Übelste gemobbt. Und da hat er einen noch größeren Hass auf Türken und Araber entwickelt. Und es gibt ein Video, während des Terroranschlages in der kurzen Pause, habt ihr vielleicht gesehen, wo er sich mit einem Anwohner vor dem Olympia-Einkaufszentrum unterhält. Und da hat er gesagt, ich bin Deutscher, scheiß Türken. Ja? Also er hatte diesen Hass auf Türken und Araber. Und damit hat diese Tat indirekt auch einen Islambezug, Freunde. Denn wenn es nicht Sunniten und Schiiten wären, die sich gegenseitig hassen und aufs Übelste bekämpfen, wäre auch dieser Amoklauf nicht entstanden, Freunde. Also auch diese Tat hat indirekt mit diesem Islam zu tun. Und da hinten sehe ich auch eine schöne Bezeichnung für Islam. Integration scheitert letztlich an Muslimen. Islam, richtig. Der Islam ist das größte Integrationshemmnis für Deutschland, für Europa. So, und jetzt schauen wir mal über die Landesgrenze zu unseren Freunden nach Frankreich. Ihr habt es auch alle mitbekommen, ne? Am vergangenen Dienstag, ist nicht einmal eine Woche her, töteten zwei Moslems in einer Kirche in Saint-Étienne-du-Rouvray bei Rouen in der Normandie den 84-jährigen Pfarrer. Sie köpften ihn bei lebendigem Leibe, wie es in ihrem Befehlsbuch steht, Sura 47, Vers 4, köpft sie. Ja? Und eine Kirchgängerin haben sie so abgestochen, dass die am Boden lag, sich nicht mehr gerührt hat, haben sie auch gedacht, die ist tot. Ja? Zwei Moslems. Und sie schrien bei ihrem Morden Allahu Akbar. Ja? Allahu Akbar. Genau wie die 35.000 Türken in Köln Allahu Akbar geschrien haben. Genauso wie die Türken vor Wien 1683 Allahu Akbar geschrien haben. Freunde, sie wollen uns erobern und sie wollen uns Nicht-Moslems als Minderwertige unterwerfen und die Herrschaft errichten. Das ist das Programm des Islams und wie es der Lutz gesagt hat, auch die scheinbar Moderaten, die werden dann mitziehen müssen, weil wenn sie nicht mitziehen bei dem Eroberungsfeldzug, dann gelten sie als Apostaten, als Abtrünnige und müssen ihrerseits getötet werden. Leute, wir können keinem einzigen vertrauen. Und auch diese Killer von Ansbach und Würzburg, die wurden beschrieben als freundlich, als nett, als lächelnd. Hätte keiner gedacht, dass die im nächsten Moment eine Axt rausnehmen und anderen damit den Schädel spalten. Freunde, es sind wie Zombies. Wir wissen nicht, was in den Köpfen tickt. Auf einmal per Schnapp können sie loslegen. Die größte Gefahr, die Deutschland seit 1945 begegnet ist, ISLM, der Islam. So ist es, Freunde. Widerstand! 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 Priester, wollt ihr in eure Frauenkirche hier hinter uns hineingehen und Angst haben müssen, dass dort fanatische Moslems reinstürmen und eure Pfarrerin dort köpfen und auf euch losgehen und euch abstechen? Wollt ihr das? Nein! Es gibt ja auch ein schönes Schild, das wird keine Moschee. Die Frauenkirche auf dem Plakat, ja, das wird keine Moschee. Und das ist genau die richtige Einstellung. Dresdner, ihr lasst euch nichts vormachen. Ihr wisst, was los ist. Und ihr seid der Mittelpunkt der Widerstandsbewegung in Deutschland. Dresdner, ich bin verdammt stolz auf euch. So, Freunde.
Und bei uns in Deutschland geht es jetzt auch los mit dem Überfall auf Kirchen. Am Freitag, den 22. Juli, das war der Tag des Münchenanschlags, ist ein 19-jähriger Afghane in die Versöhnungskirche im Hamburger Stadtteil Eilbeck reingestürmt, warf Stühle und Bänke um, trat einen Bibelständer um, von dem das Glas absplitterte, und schmiss Gesangbücher auf den Boden. So, Freunde, jetzt kommt das Beste. Die Polizei hielt den Fall geheim, hat keinen Bericht darüber geschrieben und die Kirchenleitung stellte keine Anzeige. Schimpf und Schande über diese Arschkriecher! Und dann wurde das Ganze durch Augenzeugenberichte bekannt, gab es einen Artikel im Hamburger Abendblatt. Ich habe auch auf PI dann einen Artikel drüber geschrieben und dann hat mir ein Augenzeuge, hat mir eine Nachricht geschrieben mit einem Foto, der war nämlich dort, der hat gesehen, wie dieser Afghane aus der Kirche rausgerannt kam, hat ein Foto von ihm gemacht, da hat er ihm auch den Stinkefinger gezeigt, der Moslem, ja? Dieser Frechdachs, ja? Zerstört eine Kirche und dann noch hier, beleidigt er uns. Und dann hat ihn der deutsche Peter H., heißt er, ich kenne seinen vollen Namen, hat ihn gefragt, warum er das gemacht hat. Und er hat geantwortet, weil ich Moslem bin. Alles klar, Freunde? Alles klar? Ja, logisch, weil er Moslem ist. Weil hier drin steht in ihrem Befehlsbuch, Christen sind verflucht. Christen sind Minderwertige. Schlimmer als es viel weniger wird als Tiere. Kein Wunder, dass die dann in Kirchen reinrennen und hier die Sau rauslassen. Weil sie von diesem Buch, von diesem Koran, von ihrer Religion gesteuert sind. Freunde, es kann echt jeden Tag woanders losgehen. Es ist wirklich eine Zeitbombe, wo die Zündschnur am Laufen ist. Ja? Und Freunde, es wird die Zeit kommen, da wird jeden Tag aus irgendeiner Stadt irgendwas anderes berichtet werden. Mit absoluter Sicherheit. Ja? Die werden nämlich immer weiter radikalisiert. Also wir haben jetzt innerhalb von 9 Tagen 5 Terroranschläge gehabt. Ja? Und das wird immer weitergehen. Übrigens noch in Hamburg, die Polizisten wurden darauf hingewiesen von dem Augenzeugen, der hat gesagt, er hat es gemacht, weil er Moslem ist. Die Polizei hat es trotzdem ignoriert, kein Sterbenswörtchen davon gesagt. Es ist eine bodenlose Unverschämtheit, dass die Polizei diese wichtige Information ignorierte und den Teppich schob und keinen Bericht über den skandalösen Vorfall veröffentlichte. Und das zeigt, Freunde, was auch schon immer wieder auch zu hören war und was auch bestätigt wird. Die Polizei hat die Anweisung von der Politik, möglichst viele kriminelle Ereignisse wie möglich zu vertuschen, die in Verbindung mit Asylbetrügern, sogenannten Flüchtlingen und Moslems stehen. Und auch das muss unverzüglich aufhören. Richtig! Freunde, der Terror flutet die Länder Europas, die Moslems eingelassen haben. Nicht die Länder Osteuropas. Die machen es richtig. Die sagen, wir wollen keine Moslems. Bravo! Ihr habt's begriffen! Und hört bitte nicht auf diesen seltsamen Papst Franziskus, der jetzt beim Weltjugendtag in Polen den Polen einreden wollte, Flüchtlinge aufzunehmen. Bloß nicht! Freunde, alles läuft nach dem Plan des Islamischen Staates. Die haben einen 7-Punkte-Plan geschrieben, der wurde schon 1993 von Osama Bin Laden wurde der begründet. Und dieser Plan sieht vor, und das ist genau das, sie führen alles exakt nacheinander aus. Erst Phase 1, Terroranschläge gegen die USA, wo es hieß, wir werden einen machtvollen Schlag gegen den Kopf der Schlange in New York ausführen. Haben sie gemacht. Und dann auch weitere 37 Terroranschläge auf US-Einrichtungen in der ganzen Welt. Phase 2, Augen öffnen, 2004 bis 2006. Da haben sie allen Moslems die Verschwörung, die angebliche Verschwörung des Westens gegen sie bewusst gemacht. Und der Feind, also wir alle,
nicht-muslimischen Länder und Menschen sollen in einen Krieg hineingezogen werden mit einer professionellen Medienkampagne. Haben sie alles gemacht. Phase 3, aufstehen und zwei Beine stellen, 2007 bis 2010, mit gezielten Anschlägen im Irak gegen Schiiten, Christen, Jesiden und andere Nichtsunniten. Dann Phase 4, Umsturz 2010 bis 2013, Beseitigung der arabischen Regime in Libyen, Ägypten, Tunesien und Syrien. Haben sie gemacht. Phase 5, Gründung eines islamischen Staates 2013 bis 2016, haben sie gemacht. Am 1. April 2013 wurde der islamische Staat ausgerufen. Übrigens von einem studierten Islamwissenschaftler, dem al-Baghdadi. Dann Phase 6, und in der befinden wir uns jetzt. Totale Konfrontation 2016 bis 2020. Schlacht zwischen Glauben und Unglauben. Die islamische Armee soll gegen alle Ungläubigen kämpfen. Das haben wir jetzt, Freunde. Und das zeigt, die haben ihren Plan exakt ausgeführt. Und es geht immer weiter. Wenn wir diesen Horror nicht beenden. Ihr Motto ist, wir werden zu euch nach Hause kommen und euch aus euren Häusern holen. Istanbul, Rom, Paris, London und Berlin, wir kommen. Und sie sind da. Und dieser islamische Staat muss vernichtet werden, Freunde. So, und die Phase 7, der endgültige Sieg ab 2020. In dieser Phase soll aufgezeigt werden, dass das Kalifat Bestand hat. Die westliche Gemeinschaft soll von mehr als einer Milliarde kämpfender Moslems unterdrückt werden. Endziel, Weltherrschaft des Islams. Freunde, und die sind so fanatisiert, die ziehen ihre Nummer durch. Und solange unsere Politiker diese Gefahr ignorieren und immer wieder was von der friedlichen Religion erzählen, die von Terroristen missbraucht wird, werden sie ihr Ziel erreichen. Deswegen brauchen wir einen Politikerwechsel in Deutschland. Neue, frische, unverbrauchte Politiker, die die Wahrheit sagen. So, und jetzt zum Abschluss. Ich habe schon signalisiert bekommen, wir haben ein kleines Zeitproblem, aber ich habe jetzt noch ein kleines Bonbon. Den gnadenlosen Wahnsinn aus unseren Medien, die Reaktion auf die Terroranschläge. Also nach dieser beispiellosen Terrorserie faselte die ARD-Journalistin Charlotte Genendiger am 28. Juli in der ARD daher, die Angst vor Terror ist nicht begründet. Es ist wahrscheinlicher, am Essen zu ersticken, als bei einem Terroranschlag ums Leben zu kommen. Ey, so eine gequälte Scheiße wird doch noch in der ARD ausgestrahlt. Leute, also habt keine Angst, passt nur zu Hause beim Essen auf, schön kauen, ne? Also Terror ist nicht so schlimm. Ey, die haben doch echt einen Quadratschuss, oder? Und da hat dann auf PI, hat ein Kommentator höhnisch geantwortet, wenn mich das nächste Mal mein Schnitzel mit Alau Akbar anschreit und versucht mich zu ersticken, melde ich mich. Ey, die wollen uns für dumm verkaufen. Die wollen uns echt für dumm verkaufen. Aber ihr hier, ihr lasst euch nicht für dumm verkaufen. Ihr seid hellbar. Klasse Dresdner. So, dann weiter. Die Attentäter von Ansbach, Würzburg und Reutlingen waren Flüchtlinge. Eindeutig. Was sagt der Lakai, der Raute des Grauens, wie der Sigi immer so schön sagt? Ja, dieser Kanzleramtsminister Peter Altmaier. Er sagt, es gibt keine erhöhte Terrorgefahr durch Flüchtlinge. Es ist ein Wahnsinn. Also der ist echt mit dem Klammerbeutel gepudert, oder? Hey, und NTV gibt uns wertvolle Tipps. Achtung, eine schöne DVD ansehen. Die Alltagsroutine nicht ändern. Keine Angst im Alltag haben. Es ist statistisch gefährlicher, im Autoverkehr einen Unfall zu haben. Hey Leute! Das ist irre. Du, wenn ich mich ins Auto setze, ja, dann habe ich es in der Hand. Da kann ich defensiv fahren, da kann ich schauen, da kann ich alles scannen, da kann ich einen Unfall vermeiden. Habe ich es in der Hand. Wenn so ein verrückter Moslem neben mir hier Bumm macht, kann ich gar nichts mehr machen.
Ja? Da habe ich überhaupt keine Einflussmöglichkeit. Deswegen ist es ein Schwachsinn zu sagen, dass es statistisch gefährlicher ist, im Autounfall umzukommen. Leute, die verarschen uns nach Strich und Faden. Deswegen GEZ abschaffen, ja? Die ganzen öffentlich-rechtlichen Sender einmotten, ja? Und Journalisten. Journalisten und unabhängige Medien unterstützen, die Wahrheit schreiben. Politically incorrect, ich kann es nur wieder sagen, da wird die Wahrheit geschrieben. Aber Freunde, es geht noch besser. Der Politikwissenschaftler Professor Dr. Herfried Münkler von der Humboldt-Universität zu Berlin in den ARD-Tagesthemen. Hört zu, als angemessene Reaktionsweise empfehle ich eine mürrische Indifferenz. Denn wir erleben immer wieder Unfälle und Unglücke und werden damit fertig und führen unser Leben weiter. Also Dresdner, mürrisch indifferent sein und alles wird gut. Hey, die spinnen alle hochgradig. Und diese ganzen linksvertretenen Professoren werden doch noch von diesen beschissenen Sendern auch noch vor ein Millionenpublikum geholt. Und es gibt doch noch Leute, die glauben den Scheißdreck. Ja, wirklich. Es ist unfassbar. Und dieser Typ hat gesagt, Statistiker wissen, dass du, und dann hat er noch gesagt, dieser komische linksvertretene Professor, Statistiker wissen, dass die Risiken sehr viel größer sind, sich mit Haushaltsgeräten einen Schaden zuzufügen und derlei mehr. Und jedenfalls, wenn wir es auf die einzelne Person rechnen, als einem terroristischen Anschlag zum Opfer fallen. Wir müssen eine Form der Vergleichgültigung psychischer Art hinbekommen, um die Wucht dieses Angriffs herauszunehmen, tendenziell ins Leere laufen zu lassen. Hey Leute, die wollen, dass wir ein Haufen von gleichgültigen Vollidioten werden, die sich nicht darum kümmern, dass es jeden Tag woanders eine Explosion gibt und einen Axtmörder und sonst was. Wir sollen mürrisch indifferent werden und vergleichgültig um eine Tat legen. Leute, da haben sie sich getäuscht. Wir werden aufstehen, wir werden demonstrieren, wir werden unsere Wut. Widerstand! 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 So, und als letzter dieser seltsamen Typen, Professor Corwin Bandelow von der Uni Göttingen im ZDF-Heute-Journal. Im ZDF-Heute-Journal, wieder Millionenpublikum, auf die Frage, ob er Angst vor einem Anschlag hat. Da hat er gesagt, die Statistik spricht dagegen, dass ich Opfer eines nächsten Anschlags werde, weil es doch sehr seltene Ereignisse sind. Ja? Der wird sich wundern, der Professor, ja? Über die seltenen Ereignisse. Und als Rezept gegen die Angst, wir müssen uns damit abfinden, wir müssen aushalten lernen. Dresdner, wollt ihr euch mit dem Islamterror abfinden? Nein! Richtig, Freunde, wir werden uns niemals damit abfinden. Wir werden den Islam entweder entschärfen oder aus Deutschland und Europa verabschieden. Danke, Freunde! Danke, Lisa. Wenn du so die Zeit überziehst, gleich langsam logisch in mir verlängt. Das kommt aber äußerst selten vor. Und damit sind wir bei unserem Sigi. Herzlich willkommen, Sigi. Habt ihr noch ein paar Minuten für mich? Ich beeile mich auch. Ach, ja, der Herr Bachmann hat ja alles verwuschelt. Ich möchte heute nicht darüber reden, dass die allermeisten Politikerdarsteller immer mehr und immer fließender Pegida sprechen. Ich möchte mich nicht darüber lustig machen, dass CSU-Horsch direkt eine Rede bei der AfD immer bei uns halten könnte. Allerdings bliebe es ja bei ihm beim Reden. Während wir handeln würden, wären wir in Verantwortung. Dass ein Herr Jens Spahn mittlerweile ein Burka-Verbot fordert, Sarah Wagenknecht von ihrer eigenen Partei geknechtet wird, weil sie offensichtlich die Wahrheit aussprach.
Ich möchte auch nicht drüber reden, dass immer noch tagtäglich unzählige Sozialsystemsuchende in Europa und Deutschland ankommen. Und zwar so viele, dass die Sozialsysteme innerhalb weniger Jahre, wenn nicht gar in Monaten, komplett kollabieren werden. Geschenkt, das wissen wir alle. Es ist auch müßig zu erwähnen, dass sich, wie wir anhand der Pressekonferenz von Frau Dr. Uckermark mitbekommen haben, nichts ändern wird und dass der Protest der Menschen auf der Straße etwas bringen kann. Nichts anderes. Freunde, sogenannte Qualitätsmedien, ihre Qualitätsjournalisten und Konsorten werden mir wieder Panikmache und Schwarzmalerei unterstellen. Aber eins ist Fakt, was wir bisher bei Pegida ansprachen, ist alles, aber auch alles eingetreten. Hier geht es heute erstmal um konkrete Themen, die unsere Sicherheit betreffen. Deine am Livestream, meine von jedem von uns. Ich will das Bewusstsein für die Probleme und Situationen wecken, welchen wir in Zukunft gegenüberstehen werden. Wir befinden uns mittlerweile in einer Phase der Kulturbereicherung, in der es jeden treffen kann. Die Erfahrungen von Ländern weltweit, die diesen Alltags-Dschihad seit Jahren erleben, zeigen uns, wir werden uns auf Ereignisse und Vorfälle einstellen müssen, die wir nie für möglich gehalten hätten. Gerade heute geisterte wieder die Zahl von 10.000 gewaltbereiten, sprenggläubigen Suchenden durch die Gazetten. Europol warnt vor 5.000 Rückkehrern aus sogenannten Kriegsgebieten, die Erfahrungen mit Gewalt und Gewalttätigkeiten haben, die sich die allermeisten zivilisierten Mitteleuropäer nicht einmal mehr vorstellen können. Wenn ich mich mit Leuten aus meiner Branche unterhalte, und das sind weltweite Kontakte, ist der Grundtenor seit Jahren derselbe. Es hilft nichts, die Augen vor den kommenden Gefahren zu verschließen. Dieses Blabla, von wegen wir müssen unser Leben weiterleben wie bisher, sonst haben die Terroristen gewonnen. Blabla. Habe ich Terroristen gesagt? Entschuldigung, sind natürlich politisch korrekt, physisch verwirrte, traumatisierte Einzeltäter mit der schwersten Kindheit von allen. Aber gehen wir mal auf die Zahl 10.000 bzw. 5.000 zurück. Denken wir positiv und beziehen uns mal auf die 5.000. Wenn diese koordiniert losziehen und auch mit einfachsten Waffen wie Messern, Äxten, Schaufeln an 5.000 verschiedenen Orten vielleicht 2 bis 5 Menschen töten, bis überhaupt jemand merkt, was da gerade passiert, werden innerhalb weniger Minuten 10.000 bis 25.000 Menschen töten. Die einen mögen das für völlig unrealistisch halten, aber es nützt nichts, die Augen zu verschließen. Denn genau so was kann passieren. Machen sich unsere Sicherheitsbehörden darüber eigentlich Gedanken? Gibt es Notfallpläne? Gibt es Zivilschutzmaßnahmen? Habt ihr schon mal etwas davon gehört? Ja, wer von uns wüsste denn, wie er sich in solchen Situationen zu verhalten hat und wie nicht? Ein ganz einfaches, praktisches Beispiel. Eine kleine Bombe explodiert irgendwo. Verletzte Menschen brauchen Hilfe. Selbstverständlich würde jeder von uns erste Hilfe leisten wollen und zum Ort des Geschehens eilen. Genau das kann aber der Fehler sein. In Ländern, die diese Geißel schon länger ertragen, würde das nicht passieren. Denn der versteckte zweite Sprengsatz explodiert dann, wenn die Helfer sich um die Opfer kümmern und reißt diese mit in den Tod. Ob es uns gefällt oder nicht, wir müssen uns mit dem Gedanken beschäftigen, dass jeder von uns wachsamer, wissender, sensibilisierter gegenüber solchen Gefahren werden muss. Wir Mitteleuropäer und speziell wir Deutschen sind zum allergrößten Teil verweichlicht. Nicht umsonst sehen gewalterfahrene Zuwanderer schon aus Glaubensgründen in uns eine Beutegesellschaft und ganz einfache Opfer. Ihr kennt die Meldung, zu Köln an Silvester muss man nichts mehr sagen. Frauen bei der Präminale belästigt, bei Konzerten, bei Stadtfesten, überall. Jetzt mal ernsthaft, keiner kann mir erzählen, dass die Mädels dort alleine waren. Waren da keine Männer drumherum oder haben sich alle am Bierstand versteckt? Ja, natürlich hätten sich die Freunde, Männer oder auch völlig Unbeteiligte in solche Situationen eingemischt und vielleicht auch die eine oder andere Ordnungsstelle verteilt. Dann wären sie selbstverständlich fremdenfeindlich, Hardcore-Nazi, extremrechtspopulistische Hooligan, Rockerschläger gewesen. Aber was soll's, auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Und egal,
Und egal, ob es nun diese Art der Kulturbereicherung ist oder Jedermannsanschläge, die Leib und Leben bedrohen, wir Deutschen, wir Europäer werden zwangsläufig lernen müssen, damit umzugehen. Umzugehen, Freunde, das bedeutet nicht, diesen Zustand zu akzeptieren. Aber solange wir daran arbeiten, die Ursachen für die sich verändernde Sicherheitslage zu bekämpfen, müssen wir damit umgehen lernen. Alles andere ist wirklich blauäugig. Wir müssen alle wieder lernen, unser jeweiliges Umfeld genau zu analysieren, zu schauen, wer läuft wo, wer sitzt wo, wer steht wo, wer wirkt ungewöhnlich nervös, wie sieht es mit Gepäck aus, wo sitze ich im Restaurant, in den öffentlichen Verkehrsmitteln am besten, wo sind die lokalen Behörden oder Einkaufszentren, die Notausgänge und so weiter und so fort. Wann flüchte ich? Wann muss ich kämpfen? Was bin ich überhaupt für ein Typ Mensch? Kann ich umgehen mit dem, was ich sehe, rieche, fühle? Erstarre ich zu Stein oder fahre ich hoch und reagiere? All das über sich selbst zu wissen, wird immer wichtiger werden. Es schadet auch nichts, mal wieder einen Erste-Hilfe-Kurs zu besuchen. Es nimmt auch nicht viel Platz weg, ein Notfallverbandspäckchen, wie zum Beispiel dieses einstecken zu haben. Ich habe immer zwei dabei. Aber mir hat die Erfahrung von Reisen rund um die Welt auch gereicht. Vielen wird das jetzt ein wenig komisch vorkommen. Aber so fängt es an. Das sind die Grundlagen. Solange uns der Staat nicht zusteht, uns effektiv selbst zu schützen und andere zu beschützen, müssen wir damit anfangen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Ich bin mir sicher, nicht nur Selbstverteidigungskurse für Frauen werden weiter boomen. Auch Antiterrorkurse, Trainings zur Abwehr von Überfällen zu Hause. All dies wird in nächster Zeit massive Zuwächse erfahren. Und ich kann aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung nur jedem raten, sich mit diesen Themen tatsächlich und intensiv zu beschäftigen. In Westeuropa wird erstmal eine ganze Weile nichts mehr so sein, wie es war. Selbst wenn der Staat die Zahl der Polizisten verdoppelt, vervierfacht, verzehnfacht, was auch immer. Am Ende des Tages braucht der Streifenwagen und der Rettungswagen immer seine Zeit. Es dauert, bis Hilfe eintrifft. Und so lange müssen wir für uns und die unseren sorgen. Immer wenn man denkt, es geht nicht mehr blöder, kommt einer um die Ecke und beweist spielend das Gegenteil. Aber so ist das eben, wenn man aus 1400 Jahren islamischer Geschichte nichts gelernt hat. Ein britischer Autor meinte nämlich, Merkels Willkommenspolitik mache Deutschland langfristig sicherer. Er meint, weil Merkel Mitgefühl mit den Migranten aus Kriegsgebieten gezeigt hat, hätten sie deutlich gemacht, dass sich Deutschland nicht im Krieg mit dem Islam befinde. Der Typ heißt übrigens Verkalk. Die sprachliche Nähe zu Verkalk kommt nicht von ungefähr. Eine kleine Anekdote von letzter Woche. Themenwechsel, aber nur schnell. Ich wollte in meinem Reiseunterlagen für einen Freund abholen. Ich wartete darauf, blätterte in einem Katalog. Da kam ein junges Pärchen rein und erkundigte sich nach Reisen in die Türkei. Die Angestellte guckte sie an und fragte ganz trocken, Berlin oder Ruhrgebiet? Dresden. Freunde, ich hatte wirklich Probleme, nicht laut loszulachen. Das Pärchen war völlig perplex, schaute sich an, sagte kein Wort mehr und verließ das Ladengeschäft. Die Angestellte hatte ja nur recht. Gestern Abend war es nicht schön in Kölnistan. So ein Fahnenmeer, die Allahu-Nakbar-Rufe, die Huldigung der 5. Kolonne gegenüber dem Krötyfatz, dem größten türkischen Führer aller Zeiten, die Forderung nach der Todesstrafe. Und am selben Tag drohte Außenminister der Türkei mit einem Ultimatum. Sollte die Visafreiheit nicht ab Oktober gelten, für 80 Millionen Türken würde der Flüchtlingsdeal platzen. Okay, machen wir so. Grenze dicht und fertig. Lieber die Versuche von Invasoren abwehren, die Grenzen zu durchbrechen, anstatt zuzulassen, dass Millionen von türkischen und kurdischen Kulturbereicherern zusätzlich nach Europa kommen
und ihre Konflikte dann hier weiterhin und verstärkt austragen. Es geht mittlerweile in dieser Gegend nur noch darum, bist du für Erdogan oder bist du gegen Erdogan? Und das wird sich in Deutschland noch massiv fortsetzen. Es werden Listen geführt, wer der türkischen Bevölkerung Erdogan anhängig ist und wer nicht. Und seine Anhänger besuchen diese Leute mittlerweile zu Hause und in ihren Geschäften. Und das in Deutschland und Europa. Und das werden wir nicht zulassen. Wir können einfach nur hoffen, dass diese Visafreiheit nicht zustande kommt, dass sich die osteuropäischen Länder so lange wehren und sperren, bis das ganze Ding den Bach runtergeht. Ihr Bürger da draußen im Land, ihr müsst euch entscheiden, ob ihr aktiv daran teilhaben wollt. Bringt euch ein, engagiert euch, lasst uns weiterhin auf der Straße abstimmen. Ich sage es nur ungern, aber ich halte dies für alternativlos. Freunde, wir schaffen das. Danke, Dresden. Der Lutz singt heute mit uns zusammen die Hymne, habe ich gehört. Und, haben wir noch jemand mehr, der mit mir singt? Ja, komm, Micha. Wir haben. Da kriegen wir den Platz schneller leer, sagt Michael. Ja, wir sind zu zweit, passt. Die Lämpchen raus, bitte, es wird wieder etwas dunkler. Und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand, Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes unterpfand. Blühet Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blühet Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Danke, Dresden. Früher im Musikunterricht war ich immer krank. Ich habe jetzt noch zwei Sachen. Einen herzlichen Dank an die Polizei, die uns heute mit sehr viel Einsatz und Laufbereitschaft die Schreikinder vom Hals gehalten hat. Und das zweite ist, wir sehen uns das letzte Mal für dieses Jahr erst in 2 Wochen wieder. Ja, das hat einfach den Hintergrund, wir sind einfach arbeiten. Wir haben zu viel zu tun, wir müssen noch mal eine Woche frei machen, wir müssen auch mit dem Arsch an die Wand kommen, wir müssen den Kühlschrank voll machen, die Raten bezahlen sich nicht alleine. Wir haben eine Woche Pause und dann geht es wieder wöchentlich weiter und da zeigen wir denen im Herbst und im Winter, wo Bottle den Most holt. Und damit natürlich die Wartepause sich auch lohnt, haben wir natürlich auch die Zeit genutzt in den Wochen, wo wir jetzt immer pausiert haben und haben auch noch ein paar ordentliche Leute gefunden, die Ende August zu uns kommen werden. Also, es wird auf jeden Fall die Renate Sandfoss, die angekündigt war schon, aber sich im Krankenhaus befand, befindet sich auf dem Weg der Besserung, wird zu uns kommen. Ende August haben wir noch den Jürgen Elsässer dann bei uns. Und im Anfang September haben wir dann eine größere Überraschung. Ihr wisst ja, wie das Schiedsgericht entschieden hat. Das Schiedsgericht der AfD, also diese Partnerschaft ist nun doch gestattet. Die dürfen bei uns reden, wir bei denen. Also wird jemand von der AfD kommen? Ich darf noch nicht sagen, wer es ist. Es ist leider wieder niemand vom Landesverband Sachsen.
aber es gibt ja andere gute Landesverbände der AfD, die natürlich unsere volle Unterstützung haben. Also, und jetzt nochmal Sigi, er muss das ja offiziell hier beenden als Versammlungsleiter. Freunde, danke, dass ihr da wart, danke, dass ihr Gesicht gezeigt habt. Die Bilder gehen wieder um die Welt. Wir hatten heute uns gut gesinnte Kamerateams da, die unsere Nachricht auch in die Welt tragen. Ich erkläre die Veranstaltung für heute für beendet. Sobald wir wissen, wo wir uns in 2 Wochen sehen, werden wir es... Wir wissen es schon, am 15.8. sind wir auf dem Altmarkt. Freunde, wir sehen uns dann. Habt eine gute Zeit. Lasst uns alle hoffen, dass bis dahin nichts Größeres passiert. Wir sehen uns dort. Ich erkläre die Veranstaltung für beendet. Danke!